Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 79. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU. Personalpolitik aus dem Satirehandbuch. Hessische SPD-Landesvorsitzende und Bundesinnenministerin Faeser muss den ehemaligen BSI-Präsidenten Schönborn rehabilitieren. Das ist die Drucksache 20-111-10. Und als erstes hat der Abgeordnete Müller das Wort. Hier stehen zwei Minuten. Ach so. Es sind aber fünf. Gut. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aktuelle Stunde zur Abberufung von Herrn Schönborn. Was hat das mit uns hier in Hessen zu tun? Viel, wenn nicht alles. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, wir sind der Meinung, machen Sie das alles an Ihren eigenen Ansprüchen geltend oder richten Sie es nach Ihrer eigenen Moralbetrachtung auf. Und denken Sie an das zurück, was Sie uns in den letzten Jahren alles vorgehalten haben. Als es um Beamtenrechte ging, um Veränderungen nach dem Landesbeamtengesetz, Kollege Rudolph, lauter ging es nicht mehr. Lauter waren die Vorwürfe nicht mehr vorstellbar. Und da ging es schlichtweg nur darum, dass eine gesetzliche Regelung zur Definition eingeführt worden ist. Hier in Berlin wird schlicht und einfach nach einem Satiremagazin gehandelt, ohne dass man prüft, ohne dass man fragt, ohne dass man mit den Betroffenen überhaupt mal redet. Und es wird schlichtweg panisch gehandelt. Und deshalb ist es wichtig für Hessen und deshalb ist es deutlich für Hessen, weil wenn man sich dafür interessiert, hessische Ministerpräsidentin zu werden, dann muss man die Frage stellen, wie reagiert man denn, wenn es schwierig wird? Wie reagiert man denn, wenn der Wind gegen einen läuft? Und wie reagiert man, wenn das Land geführt werden muss? Und das, glaube ich, macht deutlich, dass das jedenfalls nicht funktioniert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Mensch ist fehlerfrei, auch wir nicht. Aber wichtig ist doch Fehlerkultur als eigener Anspruch. Wer nach Satire ungeprüft einen der wichtigsten Beamten der deutschen Sicherheitsagentur in einer Phase vom Amt nimmt, in dem wir geradezu bedroht werden, der handelt nicht sinnvoll und der handelt vor allen Dingen nicht nach der eigenen Betrachtungsweise. Und derjenige kann dann auch nicht Hessen weiterführen. Und das ist der Anspruch, an dem wir uns orientieren müssen. Und die Sprachlosigkeit Ihrer Spitzenkandidaten zu Rechtsproblemen im eigenen Parteibereich spricht da ja Bände. Erinnern wir uns doch an Ihre eigene Empörung, wenn auch nur der Geruch eines Fehlverhaltens bei Ministern der Union oder Abgeordneten im Raum hing. Bei eigenen Problemen legen Sie immer und immer ein Schweigegelübde ab. Verehrte Kolleginnen, Beamtenbesoldung bei der Polizei. Lauter, ich habe es gesagt, ging es hier kaum noch. Was macht eigentlich Ihre Spitzenkandidatin mit der Bundespolizei? Mittelkürzung, keine Besoldungsanpassung wie versprochen. Im Gegenteil, man nimmt die Mittel 15% zurück, landet bei 2017, jedenfalls der Innenminister des hessischen Verantwortungsbereichs, ist 25% höher inzwischen angesiedelt als 2017. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der eigene Vermieter der Spitzenkandidatin wird sprungbefördert, kriegt 3.500 € mehr im Monat. Keine Reaktion, keine Frage, keine Problematik. Das ist ja alles normal. Sie schweigen in Hessen zu sowas, immer wenn es um den eigenen Laden geht. Die Ankündigung, keine Hass und Hetze mehr möglich, nichts ist passiert, keine Fake News sind verhindert worden bei Telegram, keine Gruppen. Und Ihr Anspruch? Schweigen, Ruhe. Und wie ist das mit den seltsamen Anweisungen, aktive Maßnahmen gegen Spionageabwehr zurückzufahren zugunsten von Überwachung Rechtsextremer, was in Ordnung ist, dass man Rechtsextreme überwacht, aber man entdeckt die Spione im eigenen Haus nicht mehr. Und das muss man wissen. Sicherheit ist eine Architektur, die umfassend ist. Auch da gilt Schweigen, Ruhe, Stille. Und hier in Hessen wird geschwiegen zu Posts, möglichen strafbewehrten Verhalten Einzelner. Kein Wort zu Feldmann. Ich habe jedenfalls keines gehört. Nichts. Das ist Ihr eigener Anspruch, zu den eigenen Fehlern grundsätzlich niemals etwas zu sagen. Ich glaube, wir glauben, so kann man ein Land nicht führen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zu diesem Vorgang. Das muss man sich deutlich machen. Da gibt es einen Satiriker, der eine Behauptung aufstellt, eine einfache Behauptung, die einen Menschen schlicht und einfach persönlich diskreditiert. Und die Reaktion ist, wie gesehen, man nimmt ihn runter.
schafft eine eigene neue Stelle mit einer Besoldung, die dort früher gar nicht war, kostet auch viele Zehntausende Euro im Jahr. Und das ist Regierungshandeln, was Sie hier verwirklichen wollen. Ich muss Ihnen an dieser Stelle sagen, ich glaube, so können Sie Hessen nicht führen. Wir wollen es weiterführen mit Ruhe, Zuversicht und Zukunftsfreude. Und in diesem Sinne vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Herrmann das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wenn Bundespolitik und damit verbundene Querelen zum Landtagsthema in Hessen werden, stellt sich schon mangels fehlender politischer Zuständigkeit des Landtages die Frage, welches Ziel damit verfolgt wird. Erinnert man sich dann daran, dass in Hessen die Landtagswahl vor der Tür steht, wird einem schnell bewusst, dass es hier um keine thematische Aufarbeitung und schon gar nicht um sachliche Problemlösungen geht, sondern vielmehr um eine politische Abrechnung. Willkommen im Wahlkampf! Allerdings ist das Thema Entlastung von Führungskräften von grundsätzlicher Bedeutung. Und die Art und Weise, wie es zur Entlassung des BSI-Präsidenten Schönbohm kam, ist sicher nicht auf die politische Bundesebene zu begrenzen. In Hessen fällt mir dazu spontan die Entlassung des Chefs der Filmförderung, Herrn Mendig, durch die grüne Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Dorn, ein. Mendigs Vergehen damals, ein privates Mittagessen in einem Frankfurter Restaurant mit dem damaligen Bundessprecher der AfD. Ja, es muss bei den angeblich demokratischen Parteien nicht gleich um schwere Verfehlungen oder Straftaten gehen, um seinen Job zu verlieren. Eine unterstellte, nicht genehme Gesinnung kann da schon ausreichen. Was wurde jetzt dem BSI-Präsidenten vorgeworfen? Grundlage ist ein ca. 20-minütiger sogenannter Satirebeitrag des Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung Magazin Royal. Hier zeigte sich der selbsternannte Satiriker als drittklassiger Investigativjournalist, wie sich herausgestellt hat. Denn der Bericht des ZDF-Magazin Royal brachte tatsächlich keine neuen Erkenntnisse, sondern erinnerte lediglich in effektheischender Form an bereits längst bekannte Fakten. Trotzdem, Herr Schönbohm wurde vorgeworfen, als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Kontakte zum russischen Geheimdienst unterhalten zu haben. Diese Kontakte soll er angeblich über den von ihm mitgegründeten Verein Cybersicherheitsrat Deutschland, dessen Gründungspräsident er war, gepflegt haben. Zu diesem Verein gehört unter anderem die Berliner Cybersecurity-Firma Protelion, vormals Infotex GmbH. Bei Infotex GmbH handelt es sich demnach um eine Tochter der russischen, also ein Tochterunternehmen des russischen Cybersecurity-Firma OAO Infotex. Und diese Firma soll von einem ehemaligen russischen KGB-Mitarbeiter gegründet worden sein. Vor diesem Hintergrund sagte Bundesinnenministerin Faeser einen gemeinsamen Auftritt mit Herrn Schönbohm zur Vorstellung des BSI-Jahresberichts in der Bundespressekonferenz ab und untersagte dem BSI-Präsidenten das Führen der Dienstgeschäfte. Als Begründung wurde die Nähe zu Russland und damit einhergehend die Beschädigung des Vertrauens in die Neutralität und Unparteilichkeit genannt. Laut Pressebericht wurde Schönbohm weder von der SPD-Bundesinnenministerin Faeser zum Sachverhalt angehört, noch wurden ihm mitgeteilt, was ihm konkret vorgeworfen wurde. Erst durch die Aufforderung Schönbohms, ein Disziplinarverfahren gegen ihn selbst einzuleiten, kam es zu 6-monatigen internen Voruntersuchungen, die allerdings keine Anhaltspunkte brachten, die die Einleitung eines Disziplinarverfahrens rechtfertigen würden. Interessant ist, dass bereits im Jahr 2020 der Verfassungsschutz die Beobachtung des Vereins Cybersicherheitsrat Deutschland als gegenstandslos abgebrochen hat, mit der Feststellung, es habe keine Hinweise auf Spionage gegeben. Wir können also feststellen, die SPD-Bundesinnenministerin Faeser hat unter Ignorierung der bereits vorliegenden Erkenntnisse und ohne Prüfung des Sachverhalts und ohne die Ergebnisse der Vorermittlung ihrer Behörde abzuwarten, einen Spitzenbeamten aufgrund einer mehr als fraglichen Satiresendung letztendlich grundlos aus dem Amt entlassen. Dieses Verhalten zeugt von einer menschlichen wie auch fachlichen Inkompetenz.
dass ein Ministeramt so selbstherrlich nach Gutsherrenart und gleichzeitig so ideologiebeladen ausführt wie Frau Faeser, hätte bestimmt die besten Karrierechancen in der DDR gehabt. In einer Demokratie ist sie aber eine glatte Fehlbesetzung und müsste entsprechend abgesetzt werden. Und das nicht nur wegen Ihrem skandalösen Verhalten in Sachen Schönborn. Ihre Politik der offenen Grenzen, der Massenzuwanderung, Ihre Sympathie für die linksextremistische Antifa, um nur wenige Beispiele zu nennen, macht Sie selbst zu einem Sicherheitsrisiko für unser Land. Fazit: Wer solche Politiker im eigenen Land hat, der braucht keine äußeren Feinde mehr. Und nebenbei bemerkt, Frau Faeser disqualifiziert sich damit auch eindeutig als Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt in Hessen. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Danke. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abgeordnete Hofmann das Wort. Herr Müller, Vorsicht, Ironie. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer versenkten Aktuellen Stunde, die Sie gerade vorgetragen haben. Das war ein billiges, durchschaubares Ablenkungsvermögen, Manöver vom eigenen Versagen. Und Sie stellen sich nicht den eigenen Aufgaben und den Jobs, die Sie hier für das Land Hessen zu machen haben. Wie gehen Sie denn eigentlich hier in Hessen mit Ihrem Personal um? Ich will einen aktuellen Fall erwähnen und werde auf weitere zu sprechen kommen. Ich will hier noch einmal an den Fall Mehn erinnern, ein führender Spitzenbeamter des Polizeipräsidiums Frankfurt, der sogar vom Innenminister noch in den höchsten Tönen gelobt wurde und der jetzt kürzlich fast gechast wurde. Oder auch ich will an die ehemalige LKA-Präsidentin Thurau erinnern, die sich erst selbst erfolgreich in ihr Amt wiederklagen musste, nachdem unhaltbare Vorwürfe wegen, es war ein Sammelsurium aus verschiedenen unhaltbaren Vorwürfen, z.B. Mobbing, gegen sie erhoben wurde. Sie hatte sich erfolgreich dann in ihr Amt zurückklagen müssen, meine Damen und Herren. So macht die CDU hier in Hessen, und die Latte wäre lange, dafür würden mehrere Stunden nicht ausreichen. So macht die CDU hier in Hessen im Schlepptau mit den Grünen Personalpolitik. Oder in der Affäre um rechtsextreme Droh-E-Mails und Datenabfragen in Revieren wurde der ehemalige Polizeipräsident Münch zum Bauernopfer gemacht, nur damit der Innenminister seinen Job behalten durfte. Und mit Ihrem LKA-Gesetz haben Sie es nun ermöglicht, dass politische Beamte an die Spitze einer Fachbehörde gesetzt werden können. Wir haben dieses Gesetz jetzt entsprechend beklagt. Das ist vor dem Staatsgerichtshof anhängig, verfassungswidrig. Und durch diese Gesetzesänderung sollen doch nur gefügige Spitzenbeamte sozusagen an die Stelle gebracht werden und gefügig gemacht werden. Wir haben dieses Gesetz beklagt, meine Damen und Herren. Und Herr Müller, weil Sie das eben gerade so verniedlicht haben, das ist ein bitter ernstes Thema, wie Sie hier sich erdreisten, mit den Beamtinnen und Beamten Hessens umzugehen. Nullrunden, Kürzungen, Mehrarbeit und dann noch eine verfassungswidrige Besoldung. So gehen Sie mit den Beamtinnen und Beamten Hessens um, die jeden Tag für unseren Staat, für einen funktionierenden Staat da sind. Und das ist wirklich schamlos, und das wird sich auch rächen. Und was für ein Bild haben Sie überhaupt von den Beschäftigten hier im öffentlichen Dienst? Ich erinnere hier an das Personalvertretungsgesetz, das Sie hier kürzlich im Schlepptau mit den Grünen verabschiedet haben. Echte Mitbestimmung, Mitwirkung sieht anders aus. Wir
empfinden die Beschäftigten des Landes Hessen nicht im Gegensatz zu Ihnen als lästiges Übel, sondern wir wollen, dass Sie mitwirken, dass eine echte Mitbestimmung dabei ist. Und das ist ein Gewinn für die Aufgabenerledigung. Wir wollen echte Beteiligung auch durch die Bediensteten des Landes Hessen. Ich sage Ihnen, Ihre Aktuelle Stunde ist gründlich in die Hose gegangen. Und wir haben mit unserer Bundesinnenministerin Faeser und der künftigen Ministerpräsidentin eine Topfrau, die auch im Bereich Cybersicherheitsstrategie und der künftigen Rolle des BSI einen hervorragenden Job macht. Sie hat jetzt mit der Claudia Plattner, eine ausgewiesene Expertin, als Präsidentin des BSI an die Spitze berufen. Und ich erinnere zum Beispiel auch an das IT-Sicherheitsgesetz, das wir hier kürzlich beraten haben. Es gab mannigfaltige Kritik an Ihrem Gesetz. Insbesondere die Kommunen, die jetzt im Bereich IT-Sicherheit ihre Aufgaben erfüllen müssen, haben händeringend gesagt, bessert nach. Wir dürfen nicht alleine gelassen werden. Die IT-Sicherheit ist Gesamtaufgabe, auch in diesem Land. Und auch hier haben Sie Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Frau Abgeordnete Hofmann, Ihre Redezeit ist zu Ende. Sie müssen zum Schluss kommen. Ich sage Ihnen, Sie machen Krawall und unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser und künftige Ministerpräsidenten macht ihren Job für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hofmann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Abgeordnete Frömmrich das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Frau Hofmann, ich habe immer gedacht, Sie wollten es besser machen. Sie wollten es anders machen. Sie hätten andere Ansprüche. Sich aber mit dem zu vergleichen, was Sie hier kritisieren und es in Berlin genauso zu machen, das kann, glaube ich, nicht der Anspruch sein, dem die SPD hier nacheifert, liebe Frau Kollegin. Da sollten Sie vielleicht ein bisschen mehr darauf Wert legen, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Also es ist immerhin ein hoher Beamter des Bundesinnenministeriums. Der Mann war Chef des BSI, also der wichtigste, einer der wichtigsten Player im Bereich der Sicherheit, der Cybersicherheit. Keine ganz unwichtige Behörde, liebe Frau Kollegin, immerhin für die Cybersicherheit in Deutschland zuständig. In der Zeit, in der wir es mit aktuellen Bedrohungslagen zu tun haben, im Bereich der Sicherheit, den Chef der wichtigsten Behörde im Bereich der Cybersicherheit einfach abzuberufen, ich glaube, das ist keine gute Idee, liebe Frau Kollegin Hofmann. Es sei denn, ja, Frau Kollegin Hofmann. Es sei denn, Frau Kollegin Hofmann, es gibt gewichtige Gründe dafür. Und die Abberufung eines Spitzenbeamten im Bereich des BMI, dafür braucht man gewichtige Gründe. Der Vorwurf stand im Raum, und der ist immerhin beachtlich, ein beachtlicher Vorwurf, dass es sich hier um nachrichtendienstliche Tätigkeiten im Bereich Russland handelt. Natürlich muss eine Bundesinnenministerin, wenn so Vorwürfe im Raum stehen, muss eine Bundesinnenministerin, denke ich, und das versteht sich von selbst, diesen Vorwürfen nachgehen. Aber, liebe Frau Kollegin Hofmann, die Sorgfaltspflicht einer Dienstherrin gebietet es auch, die Vorwürfe gründlich zu prüfen, den Betroffenen zu hören, den Sachverhalt aufzuhellen. Das ist nicht geschehen, bis heute auf jeden Fall nicht. Und dafür, dass dieser Mann von seinem Posten entfernt worden ist, gibt es bisher keine nachvollziehbaren Gründe. Und an der Zuverlässigkeit und an der Integrität von Herrn Schönbohm gibt es keinen Zweifel bisher, liebe Frau Kollegin Hofmann. Wir stehen im Bereich der Cybersicherheit vor besonderen Herausforderungen. Wir haben es derzeit mit vermehrten Cyberangriffen aus Russland zu tun. Wir sehen Angriffe auf die kritische Infrastruktur unseres Landes, auf Unternehmen, auf Krankenhäuser, aber auch auf Institutionen unseres Landes, auf die Parlamente, auf Parlamentarier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meinen Sie wirklich, dass es eine gute Idee ist, in dieser Situation einen der wichtigsten Beamten im Bereich der Cyberkriminalität aus dem Verkehr zu ziehen? Ich glaube nicht, liebe Frau Kollegin Hofmann.
Noch einmal. Bis heute gibt es keinen triftigen Grund für die Freistellung dieses Spitzenbeamten im BMI. Bis heute gibt es kein Disziplinarverfahren gegen den Spitzenbeamten. Bis heute gibt es keine Erklärung zu den erhobenen Vorwürfen gegen Herrn Schulmbohm. Liebe Frau Kollegin Hofmann, für eine derartig drastische Maßnahme braucht es Gründe. Die gibt es aber bis heute nicht erkennbar. Und wenn Sie einen anderen Umgang mit Personal anmahnen, dann sollten Sie sich selber an Ihren eigenen Ansprüchen messen. Und wir alle kennen ja die Kollegin Nancy Faeser ganz gut. Und ich stelle mir gerade vor, was die Kollegin Faeser von diesem Pult aus gesagt hätte, wenn eine schwarz-grüne Landesregierung mit einem Spitzenbeamten des Landes so umgegangen wäre. Dann weiß ich ungefähr, was die Frau Kollegin Faeser hier von diesem Pult aus gesagt hätte. Über Wertschätzung, über den Umgang mit Mitarbeitern, über Vorbildfunktion, über Vorbildfunktion von öffentlicher Verwaltung, über Respekt gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um nur ein paar Punkte zu nennen, die die Kollegin Faeser von diesem Pult aus in Richtung der Regierung gesagt hätte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch ein Punkt, der erwähnt werden müsste in der Causa Schulmbohm. Das ist hier gar nicht gesagt worden. Der Spitzenbeamte, der für 1.700 Mitarbeiter zuständig war, wird abgezogen. Ist eine B8-Stelle. Er wird dann versetzt an eine Behörde, nämlich die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung mit 100 Mitarbeitern. Und weil die Stelle in dieser Verwaltung nicht passt, ist nämlich eine B6-Stelle, wird noch schnell in dieser Verwaltung eine B8-Stelle geschaffen, damit man Herrn Schulmbohm dorthin setzen kann, weil er ja amtsangemessen beschäftigt werden muss. Ist das der Umgang mit Personal, den die SPD in diesem Hause haben will, liebe Kolleginnen und Kollegen? Nein, es ist schon so, dass sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch an den eigenen Ansprüchen messen lassen müssen. Wenn man hier wohlfeile Reden hält gegenüber Regierungen, dann muss man sich, wenn man selber in Regierungsämtern ist, an diesen Ansprüchen messen lassen. Das kann Frau Kollegin Faeser leider nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Frömmrich. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Dr. H.C. Hahn das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe bei dem Redebeitrag der Kollegin Hoffmann häufiger den Zwischenruf aus der Union gehört zum Thema reden. Also man kann Frau Kollegin Hoffmann vieles vorwerfen, aber zum Thema hat sie geredet. Denn das Thema heißt nicht das, was dort steht, sondern das Thema heißt polemischer Landtagswahlkampf 2023. Und dazu hat die Kollegin Hoffmann gesprochen. Sie merken an meiner Einführung, dass ich mich sehr unwohl fühle, dass wir hier im Hessischen Landtag eine Diskussion über ein Thema führen, das noch nicht einmal der Deutsche Bundestag in seinem Plenum geführt hat. Sondern es gibt zwar Äußerungen, ich habe eben noch einmal kräftigst gegoogelt, von CDU-Bundestagsabgeordneten, auch nicht aus der Spitze. Ich will mich jetzt nicht über digitalpolitische Sprecher äußern, aber das war der höchstrangige, den ich eben gesehen habe von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der sich dazu geäußert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken ganz genau, das ist Wahlkampf hier, und das hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was wir hier im Hessischen Landtag gerade tun sollten. Ich habe eben etwas zynisch zu meinem Nachbarn gesagt, hoffentlich ist gerade der Live-Kanal kaputt, damit die Menschen draußen nicht sehen, was wir hier für einen Unsinn machen. Damit überhaupt kein Problem entsteht, die FDP-Landtagsfraktion steht voll und ganz hinter den Äußerungen der FDP-Bundestagsfraktion. Voll und ganz. Und es ist ja noch keine vier Tage her, dass unser auch stellvertretende Bundesvorsitzende klar und deutlich erklärt hat, Faeser sollte sich bei Ex-BSI-Chef entschuldigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist unsere Auffassung. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das Verfahren nicht ordentlich geführt worden ist.
Als ehemaliger Minister kann ich Ihnen sagen, man muss erst einmal ein Disziplinarverfahren beginnen, bevor man entsprechende Folgen ziehen kann. Das ist hier nicht passiert. Es hat kein Disziplinarverfahren gegeben. Das hat Sie doch selbst zugegeben, Freunde. Also tut jetzt bitte nicht so, dass irgendwie die FDP da wanken würde bei der Auffassung, was dort in Berlin passiert ist. Kubicki, Doppelpunkt, Faeser sollte sich bei Ex-BSI-Chef entschuldigen. Unter Überschrift FDP-Fraktion des Hessischen Landtags sieht das ganz genauso. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll diese Diskussion hier? Was soll diese Diskussion hier? Wir wissen es ja. Wir sind ja auch nur kleine Blöde, Herr Kollege Holger Bellino. Wir wissen, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, das die CDU in diesem Lande macht, weil sie offensichtlich wieder etwas nervös wird. Und ja, ich finde diese Aufrechnerei, liebe Heike Hoffmann, finde ich einfach falsch. Wenn jemand einen Fehler macht, dann macht er einen Fehler. Das legitimiert aber nicht, dass man selbst den gleichen Fehler oder denselben Fehler oder einen gleichselben Fehler auch noch einmal macht. Das gibt überhaupt keine Begründung dafür. Also das nach dem Motto, haut ihr meine Faeser, hau ich euren Beut oder wie auch immer, das gehört auch nicht zu dem Geschäft dazu, was jedenfalls die Menschen von uns hier im Hessischen Landtag erwarten. Ich will noch zwei Dimensionen dazu bringen, alle ganz, ganz kurz. Ich finde, dass die Auseinandersetzung, die Jan Fleischhauer gerade führt, gegen Herrn Böhmermann sehr beachtlich ist. Ich glaube, Journalisten sollten wieder zurückkehren zu dem, was sie hoffentlich einmal gelernt haben, nämlich erst ordentlich recherchieren und dann erst in die Öffentlichkeit zu gehen, gerade wenn sie bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ihr Geld verdienen. Ja. Und die zweite Bemerkung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde das Gefühl nicht los, dass nicht nur Arne Schönbohm mit dieser Aktion gemeint wurde. Und deshalb verstehe ich ein wenig die Motivation der Union, sondern auch sein Vater. Und sein Vater, vielleicht haben das manche vergessen, ich bin selbst Offizierssohn, deshalb merke ich mir so etwas, war lange Zeit Inspekteur des Heeres. Er war Innensenator in Berlin, er war Innenminister in Brandenburg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Sohn einer solchen Familie zu unterstellen, er würde Spionagedienste machen, halte ich auch noch für absurd. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Hahn. Für die Fraktion DIE LINKE hat jetzt der Abg. Felstehausen das Wort. Verehrte Präsidentin, vielen Dank für das Wort. Meine Damen und Herren, die Debatte hat es ja heute deutlich gezeigt. Die CDU präsentiert uns heute eine völlig sinnfreie Aktuelle Stunde. Sie ist weder aktuell, noch hat sie wirklich einen Hessenbezug. Ich wäre gerne mal bei Ihnen in der Fraktionssitzung gewesen und hätte miterlebt, wie Sie zu diesem Thema gekommen wären, nachdem Sie sich 10 Minuten angeschwiegen haben, nichts eingefallen ist. Selbstlob hatten wir schon genug. Sprang Herr Müller auf und sagte, ich habe da was. Das könnten wir doch einmal spielen. Es brandete Applaus auf, und so ist vielleicht diese Aktuelle Stunde entstanden. Aber nicht aus Gründen von Inhalten oder weil wir hier vielleicht über das diskutieren wollen, was Hessen wirklich betrifft. Worum es wirklich ging, haben wir ausreichend gehört. Eine Personalentscheidung in Berlin einer Bundesinnenministerin. Und Kollege Hahn hat es gerade gesagt, wenn es nicht der Sohn des Generalleutnants und ehemaligen CDU-Berliner Innenministers Jörg Schönbohm werden würde, sicher hätten wir heute im Hessischen Landtag darüber überhaupt nicht diskutiert. Aber ich denke mir, sei es drum, jeder kümmert sich eben um seine eigenen Versorgungsposten. Das ist dann so. Ja, darum scheint es Ihnen an dieser Stelle zu gehen. Da ist jemand getroffen worden. Oder es wäre eben doch, das können Sie sich dann aussuchen, Herr Müller, es ist eben dann doch der billige Wahlkampf, den Sie hier betreiben wollen. Aber aus irgendeiner Motivation heraus muss es ja entstanden sein, dass Sie uns dieses Thema heute bringen. Als wir dann gelesen haben, was Sie zur Aktuellen Stunde machen wollen in unserer Fraktion, da entstand auch erst einmal ein Stück Schweigen.
weil wir überlegt haben, wie muss es eigentlich um die CDU bestellt sein, so etwas zu präsentieren. Wir haben uns tatsächlich gewundert, warum Ihnen wirklich nichts anderes einfällt. Und dabei erwarten, und darauf sind Sie ja so stolz als regierungstragende Fraktion, dabei erwarten die Menschen in Hessen von Ihnen Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen. Das hätten Sie heute hier präsentieren können. Sie hätten mal was sagen können zum Thema Tarifauseinandersetzung bei der Bahn, die sich bisher geweigert hat, Grundlöhne auf Mindestlohnniveau zu heben. Ein Skandal, der eben auch viele Hessinnen und Hessen trifft. Aber dazu nichts. Sie schweigen. Sie hätten was sagen können zum 10-jährigen Jahrestag vom Streik bei Amazon, bei dem die Kolleginnen und Kollegen in Bad Hersfeld seit 10 Jahren einen Tarifvertrag fordern. Die Antwort der CDU ist, Sie schweigen. Sie hätten vielleicht etwas sagen können zum Immobilienspekulant Vinovia, der angekündigt hat, in Hessen Mieterhöhungen vorzunehmen und gleichzeitig jeglichen Neubau- und Renovierungsarbeiten auszusetzen. Dem sehen Sie tatenlos zu, wie auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter mit Wohnraum spekuliert wird. Das wäre doch mein Thema gewesen, anstatt hier Geschichten aus Berlin zu erzählen. Aber nein, Schweigen, Schweigen der CDU an dieser Stelle. Oder, letzter Punkt, Sie hätten etwas sagen können zu Ihrer Aktuellen Stunde, und Sie hätten es dafür nutzen können, Ihren Großspender Klaus-Michael Kühne zu feiern. Mitten in der Krise, wo viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen, wird aktuell gemeldet, dass er allein aus Aktiendividende 3,3 Milliarden € Vermögenszuwachs einstreicht. Übrigens, versteuert wird sein Vermögen nicht in Deutschland. Er hat sich schon seit Jahren in die Schweiz abgesetzt. Das wären Punkte gewesen, die hätten Sie doch heute einmal präsentieren können. Aber nein, was machen Sie angesichts dieser aktuellen Nachrichten? Sie bieten uns Mimimi und BSI. Meine Damen und Herren, das ist deutlich zu wenig. Mit dieser Aktuellen Stunde, wo Sie gedacht haben, Sie machen mal so richtig einen Wahlkampftrip daraus, mit dieser Aktuellen Stunde, meine Damen und Herren, haben Sie heute gezeigt, wie wichtig Ihnen die Sorgen der Menschen in Hessen wirklich sind, wie abgehoben Sie in Ihrer eigenen Bubble leben. Und ich persönlich muss sagen, Herr Müller, ich finde es beschämend, dass Sie für einen Versorgungsposten, dass Ihnen ein Versorgungsposten mit B8-Besoldung wichtiger ist als das, was die Menschen in Hessen wirklich umtreibt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Felzhausen. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Frau Kollegin Hoffmann, Lautstärke ersetzt auch hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages nun einmal kein Argument. Und, Ihr Beitrag dient noch nicht einmal der erfolgreichen Ablenkung. Ich will dem Kollegen Frömmrich ausdrücklich widersprechen. Kollege Frömmrich hat hier gerade eben formuliert, dass der SPD-Anspruch doch sein müsse, es in Berlin wenigstens genauso zu machen. Ich würde sagen, Sie haben es viel schlimmer gemacht. Sie haben es viel schlimmer gemacht, und es haben sich in diesem Fall, wie gerade die Debatte gezeigt hat, eher Abgründe aufgetan, als dass in Berlin von der Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten hier in Hessen irgendetwas besser gemacht worden wäre. Der Umgang mit dem BSI-Präsidenten AD Schönbohm durch die Bundesinnenministerin Faeser ist objektiv unangemessen. Die Geschichte, die zu seiner Abberufung führte, war offenbar an den Haaren herbeigezogen. Das ist hier gerade debattiert worden. Die Beteiligung des Bundesinnenministeriums an der Entstehung dieser Geschichte wird gerade im Deutschen Bundestag übrigens hinterfragt, nur um das hier auch einmal deutlich gemacht zu haben. So geht man, meine Damen und Herren, mit einem renommierten Bundesbeamten und Sicherheitsexperten der Bundesrepublik Deutschland schlicht und ergreifend nicht um. Das Land Hessen hat mit dem BSI unter Führung von Herrn Schönbohm sehr gut zusammengearbeitet. Eine Zusammenarbeit,
die wegen der Selbstbeschäftigung des BMI und des BSI mit diesem Fall natürlich in den letzten Monaten gelitten hat. Und Herr Kollege Frömmrich war so freundlich, schon einmal darauf hinzuweisen, dass das eigentlich in einer Zeit eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, der kompletten Cybersicherheitsinteressen dieses Landes, unverantwortlich ist, wie mit diesem Amt umgegangen worden ist, meine Damen und Herren. Aber der Bund muss seine Personalfragen am Ende selbst klären. Nur, wir reden hier natürlich auch von der Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten. Und, meine Damen und Herren, ich finde schon, dass das dann auch interessant ist, wie wird mit der persönlichen Reputation eines Mitarbeiters durch diese Kandidatin umgegangen. Das haben wir hier gerade in mehreren Beiträgen gehört. Worauf können sich denn Landesbeamte und Angestellte und die Mitarbeiter dieses Landes einstellen? Ich erinnere mich noch an die Plakate von den Sozialdemokraten, wo drauf stand Respekt. Respekt. Ist das ein respektvoller Umgang mit Mitarbeitern? Mit Mitarbeitern? Ist das das, was Sie... Ist das das? Kleinen Augenblick, es ist sehr laut. Bitte ein bisschen Ruhe. Ist es das, meine Damen und Herren, was die Mitarbeiter dieses Landes zu erwarten hätten? Nein, meine Damen und Herren, wir wollen Ihnen die Lebenswelt demokratischer sozialdemokratischer Personalpolitik wirklich ersparen, meine Damen und Herren. Die politische Krönung dieses Vorgangs ist allerdings ein anderer. Es ist das Gesetz, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes und des Personenstands- und dienstrechtlicher Regelung. Drucksache 19/7823 im Bundesrat aufgelaufen seitens der Bundesregierung. In diesem Gesetz findet sich in Artikel 8 unter Änderung des Bundesbeamtengesetzes unter der Position 3 Nummer 14 bei der Frage, wer wird politischer Beamter, der Präsident oder die Präsidentin, der Präsident oder die Präsidentin des BSI. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das von Frau Faeser. Also das Maß an Heuchelei, was wir hier gehört haben zu diesem Thema, ist wirklich nicht zu übertreffen angesichts dieses Gesetzentwurfs, meine Damen und Herren. Ich zitiere Herrn Rudolph, Pressemitteilung bei einer Erhebung deiner Klage. Die Leitung einer nachgeordneten Behörde, auch wenn sie von so großer Bedeutung ist wie das Landeskriminalamt, ist eindeutig eine Aufgabe für Laufbahnbeamte, die sich durch Können und Leistung qualifiziert haben. Ich erspare Ihnen, es weiter auszuführen, meine Damen. Es ist unerträglich, mit welcher Heuchelei hier in diesen Fragen gearbeitet wird. Meine Damen und Herren, es ist ein Glück, Frau Kollegin Hoffmann, Sie waren so freundlich, die Klage einzuführen, dass der Staatsgerichtshof diese Klage, von der Sie gesprochen haben, wo Herr Dr. Hahn sich auch darauf bezogen hat, am 26.04. abgewiesen worden ist. Das wird vielleicht auch das gewesen sein, was Herrn Dr. Hahn unangenehm war. Ich komme zum Schluss. Ich teile die Einschätzung, Herr Dr. Hahn, von Ihnen, die Sie hier vorgebracht haben, dass, was Herr Kubicki gesagt hat, und ich teile die Einschätzung von Jürgen Frömmrich, wenigstens, also mindestens die eigenen Ansprüche, die hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages formuliert worden sind, sollten in Berliner Ämtern auch gelten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der CDU-Fraktion abgehalten. Und wir können in die Mittagspause eintreten. Wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr.